miteinander und willkommen zurück zu Mountain Blade to Bannerlord mit Torrin Gant. So, aus meinen Tutorial-Aufnahmen weiß ich, dass hier niemand ist, mit dem wir reden wollen. Deswegen laufen wir da mal hin. Ja, also für die Quest ist das einer dieser Lords, die uns was erzählen könnte. Es ist nicht Jassid, er ist irgendwo da hinten. Bandits, hä? Bandidos. Na komm, laufen wir weiter. Das Frühstück müssen wir jetzt hier nicht halten hier. Oh, wo ist er? Oh nein. Da ist er. Ungit. Du alte Sau. Erzähl mal. Erzähl doch mal hier. Wie schaut's denn aus? Stop there, Stranger. Ich bin Lard. Ja, Ungit. Ach, du bist der Sultan hier tatsächlich. Ja, ich bin hier um meine Ver Nein, ich bin hier, um die Bedingungen zu stellen. Nicht ganz. Kannst du mir etwas über die Schlacht am Pedrick erzählen? Eine Tragödie. Aha. Ja, das Imperium hat die Sturgens bekämpft. A very young hero from the Bani Saran asked me to permission to take some young. Ja, tatsächlich haben sie Leute mitgenommen und haben gekämpft mit ein paar jungen Leuten. Ein Held. Aha. But in glory, but also got a number of men killed, especially those of the Bani killed. Er wurde arrogant und dekadent, so wie die immer werden hier in der Gegend, ne? King of the Great Food between Saranis and Kildis. Eine große Fehde wurde durch ausgelöst hier im Süden. Okay, so, wir wissen, dass hier in Sanella. Kann man nicht besser backen mit, sondern. da ist ein Turnier. Aber ich will vorher diese Looter töten, ja? Das ist sehr wichtig. Hey, wir können uns da drüben auch so eine Couchlanze mal holen. Ja, schön. Mamelukenspeer. Mamelukenspeer. So. Ihr Schweinehunde. Was seid ihr? Da. Nichts Besseres, als einen Typ aus voller Fahrt ein Speer ins Gesicht zu schmeißen. Diese plötzlichen. Diese eher in den plötzlichen Richtungswechsel hier. Ah, ich will keine eigenen Leute treffen hier. Peaks. Schubst sie um, tötet sie alle. Wir haben gewonnen, unglaublich. Immer noch ein Level-Up gehabt. Ah, Mercenary Scout. Vaterchen ist wieder da. Was heißt denn, Charlie? Hm. Drei Looter haben wir. Mal ja mitnehmen. So, die Brigandos, da brauchen wir normale Pferde für. Drei Stück sogar schon. Ach, die Highwaymen sagen sogar Warhorses. Oh, das stimmt. Das ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden. Wird das auch gepatcht? Ach, und ihr braucht keine Warhorses mehr? Das bin ich aber echt überlegen. Nicht, dass das dieses tolle Horse ist, was wir da haben. Seid jetzt echt eine Gefahr. Ich versuch's mal. Oh oh. Ja, warte mal, wenn's nur ein Pferd ist. Auch nicht cancel. Ach, ich hätte die Looter schon mitnehmen wollen. So, zumindest das haben wir mitgenommen. Wenn er da. Ja, guckt euch das an, ne? Also entweder das Desert House oder hinter das Tile House. Es ist eigentlich gelockt. Aber ich glaube, das funktioniert den. Es ist, funktioniert nur, wenn wir hier den hier machen. Es funktioniert nicht, wenn. Es ist nicht dafür gedacht, zu verhindern, dass wir den fürs Upgraden benutzen. Zumindest glaube ich das. Ich will es jetzt nicht versuchen, weil das Ding hier ist. Wenn, dann verkaufen wir den. Ich meine, wir können ihn eh nicht reiten. Den jetzt zu behalten, ist nämlich auch dämlich. Okay, so. Jetzt ist natürlich die Musik wieder aus, weil ich so lange weg war hier. Und mit dem Kader hier rumgemacht habe. Gut. Richtig, wir wollten nach Sanella. Oh, ist das Tournament denn noch? Ja, dann gut versuchen können wir es ja mal. Klappt's etwas besser als in der Aufnahme. Gegen Kharid? Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. So.
komm schon. Na, komm. Verdammt. So, Schwert macht sich mehr lange. Ja, ach komm schon. Diese verdammt langsamen Schläge. Ach, ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ja, wahrscheinlich gewinnt der schon wieder das zu mir. Ja, Skip Round. Und wer wirst denn? Es sind so viele Leute, die mit Namen hier. Schon keiner, den wir anheuern können, wa? Akan oder Imperial Light? Ja, Imperial Light. Ach Gott. Das sind immer diese Momente, wo ich dann merke, dass ich halt in One-Handed immer noch so unglaublich schlecht bin eigentlich. Aber das ist egal. Das regt mich jedes Mal auf, weil wir sind eigentlich relativ nah dran, ja, am Gewinn jedes Mal. Und es läuft die ganze Zeit und dann läuft es auf einmal überhaupt nicht mehr. Weiß ich nicht. Das ist so eine Complacency-Sache. Tavern District, nein, natürlich nicht. Wieso schaue ich überhaupt noch nach? So, hast du denn hier irgendwas Nettes? Was? Jariz? Ganze Menge Schaden hier. Aber ehrlich gesagt, mit die Menge. 1790. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen muss. Euch behalten wir. Wollen wir sonst irgendwas davon behalten? Achso, natürlich das Essen. Das Fleisch und die Grapes können weg. Ja, komm, ich mach das alles einfach weiterhin hier so einzeln, weil, ganz ehrlich, so viel ist es ja nicht. Ist ja so, als würde man sich jetzt tot klicken hier deswegen. Und irgendwann nehme ich es hoffentlich echt mal anfangen zu schmieden. Irgendwann machen wir es auch wirklich. So. Wieder fast 10.000. Das ist schön. Raw Materials, Escort Merchant Caravan, das könnten wir uns überlegen. Ja, weißt du was, wieso eigentlich nicht? Wir wollten ja, vielleicht reitet sie ja nach Westen. Das wäre ganz geschickt. Ich bin Lat, wer bist du? Ja, ich hörte, du hast Probleme hier. Radan? So, dann radan wir mal los, ne? Das schon geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, aber es wird nicht zu übel. Ich habe was echt Krasses gesehen in einem Stream. Wenn jemand gegen eine gigantische Armee von Banditen kämpfen musste. Wie viel haben wir eigentlich? Hier sind fast alle vollständig. Okay. Wenn nicht irgendjemand. Oh, 34 Looter. Würde ich ja schon ganz gerne hier. Mal kurz killen. Surrender or die, alter Brigant. Attack. Spaß, lass mal sich nicht nehmen hier. So. Unten sind sie. Zeit, One-Handed zu leveln, hä? Und ein bisschen AP zu verlieren. Dann haben wir einen. Noch keinen zweiten. Ja, wenn sie alle hier mit den Dingern im Anschlag schon dastehen, ist nicht so geil. Ist wieder der falsche Schlag hier. 70 delivered. Ja, ich glaube, das wird schon wieder langsam zu gefährlich hier. Ihr Wichser. Oh, jetzt mal weg hier. Wir brauchen doch noch unser Pferdchen fürs Verfolgen. Wow,
Footman! Get him! So, da fliehen schon einige. Gönnen wir uns mal hier. Oh, wow, der hat einen harten Kopf gehabt hier. Es ist ja schon etwas besser als vorher. So. Ich kann eigentlich meistens schon beim Schwung tatsächlich sagen, dass ich nicht treffe. Jedes Mal. Aber es wird nicht viel besser dadurch. So, zum Glück haben wir nicht viel abgekommen. Nur das Pferdchen sieht ein bisschen kaputt aus. Da haben wir eine ganze Menge Renown hier. 12 Stück alleine gekillt. Und 3 in One-Handed. Das kann man schon lassen. So, und 9 Looter. Level-Ups, naja, nur so bedingt. Lass mitnehmen. Jetzt hier weiter. Braucht natürlich keiner hier. Okay, warte mal. Ich würde mal ganz kurz die Prisoner alle verkaufen. Und dann wollte ich hier schauen. Ich glaube, hier war das, wo ich die Mamelukenlanze gekauft hatte, oder? Im Whiteleaf Spear, wir brauchen ja irgendwas, was gecoucht werden kann. Das ist eigentlich nur die Mamelukenlanze von denen hier. Ja, alle Pikes gehen nicht. Okay, das heißt, dann packen wir dich statt dem erstmal rein. Die Kataphraktlanze nicht verkaufen. Mal schauen, wie sich das dann jetzt ausgeht. Beim Kämpfen. Hat sie noch andere nette Sachen? Vielleicht ein bisschen. Es gibt eine Menge Fisch und lass mal was zu essen kaufen. So. Wir sind mittlerweile versorgt. Wir könnten uns natürlich für unser. Vielleicht den schwarzen Turban ganz cool. Und, das sieht eher schäbig aus, ehrlich gesagt. Saffron Silk Clothing. Edle Robe. Layered Robe. Ehrlich gesagt. Nehmen wir mal die. Blöd. So. Weg damit. Habe ich jetzt irgendwie mehr eingekauft, als ich eigentlich kaufen wollte? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier noch das Iron Arming Sword mit. Nicht unser normales Schwert hier hin. So ist ein bisschen mehr Body Armor. Der Turban. Ja, das ist eigentlich super. Es ist halt mit unseren Farben, sieht das leicht. Naja. Ich will es mal nicht kommentieren. Aber. Ja, dann wir verkaufen mal hier noch so ein paar Sachen. So, so. Das alles hier. Und das hier. Dann zahlen wir auch nicht mehr ganz so viel. Jetzt haben wir zumindest eine schöne Klamotte hier fürs Ausgehen auch, ja. Schon sagen, wo sind denn die jetzt gerade hin verschwunden? Also hier wird es natürlich jetzt interessant. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendeine Karawane oder so. Vom Feind. Es dauert jetzt natürlich wieder Ewigkeiten, bis wir hier mal irgendwo ankommen. So, noch Luteros hier am Start. Würde sie ja gern holen, aber das ist gefährlich hier. Wo willst du denn? Willst du nach Legata? Oh, warte mal. Ja, dieses östliche Empire hat das hier gerade ober. Der hier ist es echt. Also, dieses Gebiet hier.
wirklich übel durcheinander. Wir müssen, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal unseren Dinger hier auch nochmal umbauen. Unseren lustigen Typ hier. Ja, wissen wir schon, was es dort in der Gegend für Zeug gibt. Ehrlich gesagt. Und dann dahingehend entsprechend auswählen. Warte mal. Och, alter Falter. Ich hoffe, du bezahlst mich wenigstens ordentlich dafür, dass du mich hier durch die halbe Prärie führst. Nach Kabaset. Und kommt eine krasse Riesenarmee. Das war halt der erste, ne? Ach, und jetzt nach Dunglais. Viele? Ach, drei Settlements, okay. Dann sind wir noch nicht aus dem Schneider. Gehst jetzt wieder hier hin zurück. Oh Gott. Eine kleine, ziemlich kaputte batanische Armee hin. Ja, die müssen ordentlich aufs Maul bekommen haben im Süden. 51 Looter. 51 Looter. Sehen uns noch nicht. Oh, keine Angst vor uns, oder? Holen wir uns mal schnell. 51, meine Güte. Der mehren sich wie die Fliegen hier, denen geht's so gut. Wir waren zu lange im Süden. Das sieht relativ eindeutig aus. So. Bowman! Bowman! Move! Soldiers! Move! Soldiers! Move out! All soldiers! Forward! Junge, Junge, so eine massive Looter-Armee. Das ist famos. Ja, ihr kleinen Bürschchen. Au. Treffen wir auch noch nicht hier. So. Man, ich habe das Gefühl, dass die Steine gebufft wurden gegen das Pferd. Das arme Pferd, ey. So, auch hier sieht natürlich unsere gute alte. So, Couchland-Spaß. Ja. War das jetzt so geil? Es sind immer 666 Schaden. Nein! Nein! Nein, nicht das Pferd! Zum aus dem Weg hier! Holt sie euch! Nix Infanterie! Du armes Pferdchen. Du hast so ein gutes Pferd. Die feiern hier ab, hä? So. Okay. Ich schätze, sie haben alle bestimmt schon erwischt. Gab's vor uns ein bisschen. Ja. Wir sind im Reiten etwas besser geworden. Vielleicht gibt's ja auch einen Perk. Wir müssen mal schauen, ob es da irgendeinen krassen Perk gibt, der vielleicht unser Pferd, naja, unsterblich macht oder so. Nötig wäre es auf jeden Fall. Indian Crossbowman. Harden Crossbowman. Brigantos. Ja, und ne, der eine Perk. Wäre natürlich super, wenn wir den hätten. So, die hatten ein bisschen was dabei. Öl, bisschen Wein, bisschen Butter. So, dann
gleich jetzt darüber, bevor uns jemand diese Karawane hier überfällt. Sind wir hier tatsächlich bis ins flandische Gebiet rein? Na gut, dann können wir ja demnächst. Gott, in Haras hatten wir unser Teil, oder? Sehe ich das hier irgendwo? Ne, es war ein Sargot. Okay. Sargot ist natürlich nicht ganz so weit weg. Wo sind wir jetzt fertig? Naja, gut, immerhin 4900 gab es dafür. Lalalalala. Hallo. Ich wollte diese elenden Looter hier loswerden. Ach, der mag uns auch nicht. Ach, der gehört auch zu dem lustigen kleinen Merchant Caravan. Okay. Fancy Stolen Goods. Also das Stolen Goods, das soll ich auch niemals machen. Das ist auch völliger Scheiß. Das bringt gar nichts. Trade. So, und dann zeigen sie mal her, was sie so haben. Ja, haben sie vielleicht bessere Lanzen? Suche eine gute Couch-Lanze. Blandian Heavy Lance. Die ist tatsächlich auch länger. 198. Handling ist etwas schlechter. Thrustspeed ist kleiner. Das ist aber derselbe Tier. White Leaf Spear. Die müssten doch eigentlich sich damit auskennen hier. Fine Pike. Ich würde sie aber trotzdem tatsächlich eintauschen. Oh, warte mal. Hier ist noch eine Heavy Lance. Ist ein bisschen besser. Oder? 35, 39 Piers, Länge ist 198, das war die, die wir angeschaut haben. Okay, dann nehmen wir die mal. So. Längere Lanze. Ist gut. Dann kannst du den. Ja, der. Wait, ist die? Ja, die hat tatsächlich auch die leichte Lanze. Ist von der Fisch, hat die imperiale Lanze. Nenne ich die Gatterfrag-Lanze, nimm mal die Mamluk-Lanze. Dass wir alle hier so couchmäßig abgehen können. Okay. Dann beginnen wir mit dem Verkauf oder sollen wir anfangen zu schmelzen? Wir machen das noch nicht. Die Butter, das Öl, so rum. Na komm. Das alles weg hier. Ich werde gleich mal die Tutorials, die ich für meine Mauer gemacht habe, hier freischalten, gleich auf YouTube. So, wir lanzen gerne auf weg, würde ich sagen. War eine unserer ältesten Lanzen. Jetzt nochmal ein schneller Blick auf die Rüstungen, die hier eventuell angeboten werden für uns. Es gibt anscheinend irgendwelche Restriktion, was die Rüstungen und so weiter angeht. Wie muss man sich erst anschließen oder so, damit man die bessere noch bekommt? Oder bessere. Ich hab da jetzt noch nicht genau reingeschaut, woran das liegt. Aber gut. Ja, weißt du was, wir könnten ja. 712, komm, wir verkaufen mal das Style Horse. Braucht es momentan jetzt eh nicht. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Puffer hätten, dann könnten wir hier auch noch einen Workshop oder sowas kaufen. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg nach Sargot, was jetzt tatsächlich mittlerweile batanisch ist. Auch nicht schlecht. 14 Looter hier auf dem Weg. Mal schnell hier hin. In die Taverne. Nein, keine Leute. Okay, dann sonst müssen wir. Oh, warte, doch, wir kaufen uns mal. Mal was zu essen noch. Ja, Grain gibt es hier eine ganze Menge. Und sehr günstig. Leaf. Wir hätten natürlich auch wieder so eine Escort-Quest machen können. Forest Bandits. Aber. Sehr schön, gleich das zweite Stück erwischt im Wald. Bester Ort, um gegen Forest Bandits zu kämpfen, natürlich. Da schiebt man gleich die ganze Truppe los. Ja, wir werden es persönlich machen, ne? Was wir jetzt nicht machen werden, ist mit der Couchlanze im Anschlag erstmal unser Wert sterben lassen, wa? So. Wo sind diese Schweine? Das
und so. Ja. Wie gesagt. Junge, Junge. Das ist echt der Tod mit Kavallerie gegen die Typen hier anzukommen, ey. So. Mr. Bushwalker. Erwischt. Victory! Ja, es war wieder äußerst knapp hier. Zwei Tote gab es. Also wir haben hier Reiter, oder? Ja, Mercenary Scout und Mercenary Horseman. Das ist so lächerlich. Ach, die schwersten Einheiten. Was soll ich sagen? Wir schicken einfach echt nur die Infanterie vor. Aber die werden doch genauso zusammengeschossen. Es wird jeder zusammengeschossen. Diese Scheißtypen, ey. Das ist echt Agincourt all over again. Jedes Mal, wenn wir gegen Forest Bandits kämpfen. Auch ohne Sumpf. Okay. 120 bezahlt. Sag mal, was gibt's denn in Sargot in der Nähe? Weil das ist ja auch 2000 Kosten. Primary Production, Olives, Oliven. Flachs, Grain, zweimal Grain, Schafe, Oliven. Ja, das ist die Gangleader, das ist der Typ, der die Crossbows haben wollte. Das ist eine völlig lächerliche Quest. Außer man kann die irgendwann selber herstellen, dann wird es wieder Sinn machen, dann wäre es so quasi eine Handwerksquest. Kurz den Interventdistrikt, wo natürlich niemand ist. Ne, komm, wir ransomen die alle. Was wollte ich hier noch machen? Natürlich hier den North Hatchet verkaufen, die ganzen Arrows. Und unsere Produktion umstellen gleich. Oh, ein Lover Bracers. Gar nicht so schlecht. Weil die sind besser, oder? Die sind, wow. Die Voldinger sind besser als die Plated Gloves. Gut, wir behalten sie. Da sage ich natürlich nichts mehr zu. Ich mach auch mal locken. Okay. Also. Wir können das ja von hier aus auch machen. Du. Change Production, mal wieder. Ja, Brauerei, glaube ich, am ehesten. Mit dem Grain. Würde ich sagen. Leinen, Velvet, Woodworkshops, Smithy Tannery. Na, ich denke, wir fassen mal mit der Brauerei. So. Ist ja 2000 kurz dafür ausgegeben, aber wir haben's ja. Der Lard ist reich. Gibt's hier Quests? Nope, aber warte mal, wir können doch theoretisch. Ja. Falk konnte was Besseres reden, bei ihm hier auch, aber da hat er halt auch nur einen elenden Vladian Rekrut. So. Jetzt hier rüber. Töten diese Looter. Gehen wir mal nicht selber rein. Und schauen mal, ob wir irgendeine kleine imperiale Armee erledigen können. Surrender or die. Yup, yup, yup. Send Troops. Gut. Ah, 5 Empire Peasants. So, das war ein Empire Peasant zu viel. Wir haben so viele Peasants noch in der Armee. Das heißt, kosten die nichts. Was im Hang ist, das ist einzig Gute an ihnen, dass sie nichts kosten. So, gehen wir nach Ortysia. Von dort aus werden wir mal sehen. Vielleicht können wir eine Karawane irgendwo abfangen hier. Oder
Wird sich eine andere Gelegenheit. Oh, guck mal an. Eine ganze Menge Villager. Und gleich zwei mit einer Klappe hier schlagen. Da war auch so eine Nordarmee. Whatever you have, I'm taking it. Halt mehr. Ja, die mögen uns nicht so. So, Zeit, unseren glänzenden Skill hier zu verbessern, ja. Wir werden uns doch hoffentlich mit ihren Haken hier nicht. Sehr gut, sehr gut. Das war ein formidabler Angriff von mir. Die ist angelegt, die Lanze, ja. So. Nochmal. Ein Pferd wird mehr Manöver wert, so wie es mir scheint. So. Anlegen. Ja, man muss gar nicht so schnell reiten. Gut. Muss auch ein bisschen Zickzack hier machen, ja. Wie haben wir denn bitte da jetzt niemanden erwischt? Ist einfach mal zu langsam gewesen, ne? Falsche Seite. So viele von denen alleine zu töten, wie es nur geht. Au. Wir haben nichts mehr. Okay. Dient schon teilweise. Mal los, ne? Bessern wir unsere Skills? Nein, nicht die Fliehenden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht trifft, okay. So. So, hier der nächste. Okay. Wo sind die restlichen Bauern? Oh, haben sie sich versteckt? Oh, der kämpft sogar noch. Jetzt nicht mehr. Ja, die gute alte Couchlanze. Jetzt haben sie aufgegeben. Alter. Lucky Bauer, hätte ich gesagt. Jetzt nicht mehr so lucky. Ach yes. Es gibt doch nichts Schöneres als Edelmann ein paar räudige kleine Bauern niederzureiten. Wunderbar. Machen wir weiter. Die nochmal gefangen. Ja, alle hier nochmal ein Forest Bandit mehr für uns. Ja. Sorry, Horseman. So. Sind die gar nichts dabei zum Verkaufen? Ah, doch, ein paar Fälle hatten sie. Das ist aber noch nicht alles. Hier ist nämlich nochmal einer, direkt daneben. Hallo. Was immer du hast, gib es mir. Wie er guckt. Oh nein. Oh nein. Er will uns töten. So. Angriff, sage ich. Charge! Bin ich getroffen hier? Ah.
ein. Wollte schon sagen, ein äußerst tapferer kleiner Boy. Aber er flieht. Nix, ja. Das ist mein Kill. Hört auf. Geht weg. Oh, Junge. So, da sind noch mehr. Da sind noch mehr, definitiv. Das können doch nicht alle gewesen sein. Das kann ich, ob man weniger bekommt. Zum Glück fährt man hier nicht so vom Pferd, ne? Bei Red Dead oder so, wenn man hier gegen einen Baum läuft. Da sind sie. Ne? Ne? Och, Gottes Willen, ey. Die eigenen Leute sind dann hier immer noch am meisten im Weg, ja. Vor allem sind die alle echt zu blöd, um zu treffen. Ja, das ist echt grandios. Ihr seid die besten Jungs, ey. Reitner, es ist genauso wie bei Total War, ja. Wenn die Kabel, die reiten da 10 Mal im Kreis drum, warum erwischen sie aber nie? So, gab's Verbesserungen? Natürlich. Eine 42 schon. Ja, ja, komm, das. Na, mehr Fokus reinpumpen, Freunde. Ja. So, Prisoners, natürlich. Mercenary Guard, wird zum Mercenary Crossbowman noch. Was hatten die denn? Die hatten auch nochmal Fälle dabei. Im großen Stil. So, dann gehen wir nach Ortusia hier. Einer hat überlebt, dass der eine weggekommen ist. Was hast du zu tun? Du hast Ganglia Needs Weapons. Na, das, wie wissen wir jetzt, das kann ja nach vorne und nach hinten losgehen hier. Waffen habt ihr nicht so. Vielleicht hätten wir bei ihr sogar die Möglichkeit, uns noch weiter zu verbessern dann. Okay. Broad Arming Sword. Mal kurz gucken hier. Mein Feinstil Sparta könnte ich hier mitnehmen, ne? In die Stadt. Waffe eines Edelmannes, ganz klar. Ein Sparta with Narrow Fuller. Ist nicht groß Unterschied von dem, was wir da eigentlich haben. Eine Lanze mitnehmen? Nee. Ich habe eine Grain in der Hand reinrennen. Hier ist weiterhin dasselbe, nur. Ja. Ja, besser wird es echt nicht mehr, hä? Okay. Dann verkaufen wir mal. So, Fur ist ja auch echt gut was wert. Meine Güte. Wupp, wupp. Die guten Armwraps. 2000. Das hat sich doch gelohnt, die Bauern auszurauben. Die brauchen das doch eh nicht. Taverne. Ja, Lundana, die Schwarze, mal wieder. Prisoners Ransomen. Und dann wird der Lard weiterziehen nach Osten. In der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Torrin Lard of Bray. Alles. Gent.